Radio Rechencast. Verteiltes Rechnen zum Mitnehmen und Hören. Wissenschaft zum Mitmachen. Hallo, ich begrüße euch zur dritten Ausgabe des Radio Rechencast, dem Podcast rund um die Themen des verteilten Rechnens sowie alle Themen und Themengebiete, die sich auf den verschiedenen Webinhalten des gemeinnützigen Vereins Rechenkraft.net und in anderen Webseiten oder auf anderen Webseiten tummeln. Mein Name ist Maximilian Frankenstein und das reicht auch schon zu meiner Person. Wer mehr Informationen haben möchte, kann meinen Wiki-Eintrag im Rechenkraft.net Wiki-Bereich lesen oder sich einer der letzten Podcast-Folgen auf die Ohren geben. Heute ist die letzte Folge des sogenannten Soft Openings, der Zeitraum, in dem ich ausprobiert habe, was alles geht, beziehungsweise welche Hardware und Software ich gebrauche oder brauche und so weiter und so fort. Und das erwartet euch in dieser Folge. Eine kurze Rekapitulation der letzten Folge, eine Projektvorstellung, ein kurzes How-to-Podcast und einen Ausblick auf die kommende Folge. In einer der letzten Ausgaben habe ich kurz einen Internetartikel von Stephen Hawking bzw. über eine seiner Aussagen erwähnt. Es ging darum, dass wir innerhalb der nächsten 1000 Jahre einen weiteren erdähnlichen Planeten finden müssen, um nicht auszusterben. Oder dass wir bis dahin wenigstens in Anteilen Weltraumreisen perfektioniert haben sollten. Der Autor dieses Artikels schrieb, ob wir wirklich zu einer der Rassen werden wollen, die von Planet zu Planet ziehen und alle Ressourcen verbrauchen. Werden wir zu den Aliens, die wie Kinofilme uns gelehrt haben, wir eigentlich hassen sollten? Ich habe für alle interessierten Science-Fiction-Hörbuch-Fans einen tollen Tipp. Gebt euren Ohren mal alle drei Teile von Krieg der Klone von John Scalzi, gesprochen von Matthias Lühn. 30 Stunden solltet ihr aber Zeit haben. Vielleicht gibt das noch etwas mehr Futter für die Gedankengänge. Der Autor zeichnet ein verstörendes Zukunftsszenario, in dem es zwar auch um Alien-Invasionen geht, mehr jedoch um die Frage nach dem Wert des Menschen. Doch komme ich mal zur Projektvorstellung. Für alle Zuhörer der ersten Stunde ist dies nichts Unbekanntes. Ich suche aus der Projektliste von Rechenkraft.net ein verteiltes Rechenprojekt heraus und stelle es mehr oder weniger kurz vor. Docking at Home. DAPLDS. Dynamically Adaptive Protein Ligand oder Ligand Docking System. Also das dynamisch anpassungsfähige Protein-Liganden-Andock-System ist ein Projekt der Universität von Delaware, dem Scripps-Forschungsinstitut, TSRI und der Universität von Kalifornien in Berkeley. Bei diesem Projekt geht es darum, im Computer die Anlagerung kleiner Wirkstoffmoleküle, die sogenannten Liganden, an Proteine zu simulieren. Dabei werden unter anderem elektrostatische Anziehungs- bzw. Abstoßungskräfte berücksichtigt und die Stärke der Bindung, also die Stabilität des Protein-Liganden-Komplexes, bestimmt. Auf diese Weise kann man mit Hilfe von Computern eine Vorauswahl von Molekülen treffen, die am wahrscheinlichsten an ein gegebenes Protein andocken können. Man muss also nicht jedes Molekül experimentell im Labor prüfen und spart so Zeit und Geld. Das Ziel solcher Projekte ist üblicherweise das Auffinden von Wirkstoffen, die die Funktion von krankheitsrelevanten Proteinen durch ihr Andocken verändert. So produziert HIV zum Beispiel eine Protease, also ein Protein, das andere Proteine in kleinere Fragmente spaltet, gegen die man mit Hilfe solcher Wirkstoffmoleküle vorgeht. Das Wirkstoffmolekül bindet an die Protease, es bildet sich ein stabiler Komplex und damit kann die Protease nun ihre eigentlichen Zielproteine nicht mehr binden und somit auch nicht mehr spalten. Auf diese Weise kann ein Teil der Funktionen des HIV-Virus ausgeschaltet werden. Das Projekt wird das Verständnis der atomaren Details des Protein-Liganden-Zusammenwirkens mittels des Computerwerkzeugs DAPLDS, das anpassungsfähiges, mehrstufiges Modellieren in einer verteilten Rechenumgebung ermöglichen, erweitern und dadurch die Entdeckung neuer Medikamente beschleunigen. In den kommenden Folgen werde ich auf hauseigene bzw. auf befreundete Projekte näher eingehen.
Wir sind ja immer noch in der Soft-Opening-Phase. Ich wurde gefragt, Max, wie nimmst du diesen Podcast eigentlich auf? Hier mal die kurze Beschreibung meines viel zu komplizierten Systems. Ich schreibe zu jeder Sendung ein Skript auf meinem iPad-Notizblock, beziehungsweise auf meinem iPhone-Notizblock. Dadurch habe ich, was das Vorbereiten einer Sendung angeht, ziemlich große Flexibilität, da ich zu fast jeder Tages- und auch Nachtzeit meine Gedanken zu virtuellem Papier bringen kann. In einer ruhigen Stunde stöpsel ich mein Blue Microphone Spark Digital Mikrofon an das iPad an und nehme meinen Podcast mit der Software Hindenburg auf. Bei dem Mikrofon handelt es sich um ein Kondensatormikrofon und bei dem Programm Hindenburg handelt es sich eigentlich um ein iPhone-Programm. Wer ein iPhone und ein iPad besitzt, kennt das nun beschriebene Problem. Ich arbeite auf dem Tablet und der Bildschirm wird nur zu einem geringen Teil von dem Handyprogramm ausgefüllt. Ich werde der Software-Schmiede mal schreiben müssen, da das Programm echt gut ist und für den Einsatz auf mobilen Devices eigentlich eine gute Figur macht. Sobald eine Sendung aufgenommen wurde, schneide ich sie innerhalb der Software und exportiere sie als WAV-Datei auf meinen heimischen PC. Der wiederum ist mit Windows 8 betrieben. Ich wandle die Datei, also die WAV-Datei, in eine MP3-Datei mit Audacity. Ich verpasse dem Ganzen ein Logo, und zwar mit MP3-Tag. Ich passe dann den Ton, ich habe jetzt gelernt, auf 89 Dezibel oder etwas höher mit MP3-Gain an und lade das Ganze, wenn es denn dann fertig ist, als Video zu YouTube mit einem wiederum anderen Logo. Dann wiederum lade ich das Ganze auf meinen Podcast-Host hoch und füge dann Informationen in den RSS-Feed vom RKN-Wiki ein, also aktuelle Ereignisse, gebe eine Info an die Facebook-Seite raus, beziehungsweise auf die Radio Rechencast Facebook-Seite raus und überprüfe, ob Twitter auch die ganzen Informationen weiterleitet. Da ich Twitter mit Radio Rechencast bzw. mit dem Host verknüpft habe, werden die Follower automatisch über neue Uploads informiert. Jedenfalls ist so der Plan, das hat bei den ersten zwei Folgen des Soft Openings gar nicht so funktioniert. Ich habe dann auch nochmal dem Podcast-Betreiber geschrieben, nein, dem Podcast-Host geschrieben und der hat gesagt, Mensch, da sei wieder irgendwo ein Fehler im System und ich hoffe, das hat er bis dahin korrigiert. Ich schreibe dann noch die PDF-Datei zur Sendung, pflege die Wiki-Seite, schreibe was auf Rechencast, Facebook und im Forum-Thread von RKN. Naja, und dann zum Schluss prüfe ich alles nach etwaigen Fehlern. Also etwas zu kompliziert, aber das ist momentan der Weg. Und ich hoffe, dass sich irgendwann das alles etwas flüssiger hingibt. Zum Abschluss der letzten Podcast-Soft-Opening-Folge sei angemerkt, dass endlich ein Intro den Weg in den Cast gefunden hat. Es handelt sich nach meiner Kenntnis um eine freie Lizenz. Wer trotzdem für zukünftige Folgen eine andere Musik vorschlagen oder kreieren möchte, sei hiermit dazu eingeladen. Und zu guter Letzt ein kurzer Ausblick zum Inhalt der vierten und damit ersten Nicht-Soft-Opening-Folge. Das Thema verteiltes Rechnen auf ARM bzw. auf Android ist seit dem 23.07. offizieller denn je. Einen Tag später kam Heise mit News heraus. Ich stelle ein Paper des Users Dunuin vor und beleuchte auch andere Seiten und Aspekte dieses neuen Zweigs des verteilten Rechnens. So, ich freue mich, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten, Verwandten, Liebsten und allen Interessierten ans Herz legt. Lasst eure Twitter-Accounts glühen und postet einen Link auf Facebook und auf allen anderen sozialen Netzwerken oder in die Signaturen eurer Webseiten. Ich bedanke mich fürs Zuhören und jetzt kommt der Abschluss-Jingle.